Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu der Medienkonferenz vom Aargauer Regierungsrat. Das heutige Thema ist der Anhörungsstand von der Vorlage Neuressourcierung Volksschule. Wir haben folgenden Ablauf für die Medienkonferenz. Zuerst wird der Landamme Alex Hürzler als Vorsteher vom Departement Bildung, Kultur und Sport in das Projekt einführen. Dann wird der Projektleiter Adrian Elsener, ebenfalls aus dem BKS, die Abläufe im Überblick darlegen. Der Christian Eberli, Leiter Abteilung Volksschule, wird den pädagogischen Handlungsspielraum aufzeigen und dass eben die Vorlage auch Chancen ist für die Volksschule. Dann wird Adrian Elsener sagen, wie die Umsetzung und der Übergang geplant sind. Und am Schluss wird der Landamme nochmals Fazit machen und Einschätzung geben. Und ganz am Schluss haben wir dann wieder Gelegenheit, im Plenum Fragen zu stellen für Medienschaffende. Und am Ende der Medienkonferenz selbstverständlich haben wir Zeit für Einzelinterviews und Statements. Ich darf das Wort geben am Landamme Alex Hürzler. Ja, meinerseits, geschätzte Damen und Herren, Medienschaffende, herzlich willkommen zur Medienkonferenz zum Thema Neue Ressourcierung Volksschule. Es handelt sich hier dabei um eins von diesen zwei zentrale strategische Projekte, und mit dem heutigen Tag ist es eben nicht einfach nur noch ein Projekt, sondern ein Vorhaben, wo jetzt wirklich die entscheidende Phase kommt vom Departement Bildung, Kultur und Sport. Also wir haben wirklich in den letzten Jahren, nebst Lehrplan, an diesem Projekt sehr intensiv geschafft, und ich freue mich sehr, das Spannende und mit einem grossen Potenzial, auch für eine Chance für eine inhaltliche Entwicklung in unserer Volksschule, Ihnen heute zu präsentieren. Das Thema ist, wenn man es auch hört, neue Ressourcierung Volksschule. Da geht es um Finanzen unter anderem, um Steuerungsfinanzen. Ich kann Ihnen aber einleitend sagen, ich freue mich sehr, es ist weder eine Sparvorlage noch irgendwie eine Vorlage, wo irgendwelche Schulstandorte in Druck kommen oder geschlossen werden. Das sind ja Themen, die Sie auch begleiten. Nein, wir haben da wirklich sehr ein inhaltliches, hochspannendes Thema, das Vorhaben, das wir heute können lancieren mit der Anhörung. Worum geht es? Es geht darum, die Aargauer Volksschule wird heute über ein komplexes, und das ist auch gewachsen natürlich, historisch in den letzten Jahrzehnten, komplexe Struktur von der Ressourcensteuerung geführt. Und was heisst Ressourcensteuerung? Das heisst nichts anderes als Bereitstellung, Bewilligung und Finanzierung von der Pensen für Lehrpersonen und Schulleitungen. Wenn wir aber jetzt nur den reinen Unterricht, den Volksschulunterricht, das ist ja unser Auftrag, anschauen, und Sie sehen hinter mir eben die heutigen vorhandenen 9 verschiedenen Ressourcenarten, dann ist das so, dass das immerhin etwa rund 800 Millionen sind im Jahr, wo wir direkt im Unterricht Gemeinden und Kanton investieren, und das über die ganz unterschiedlich berechneten und gesteuerten Ressourcenarten hinter mir gesehen mit den 9 grauen Feldern. Beispielsweise wird die Anzahl Lektionen pro Klasse gesprochen, kommt dann aber noch darauf an, wie viele Schülerinnen und Schüler pro Abteilung sind, aber grundsätzlich mal das die stärkste Ressource. Dann gibt es aber auch diverse andere, unter anderem werden pro Schülerinnen und Schüler 0,15 Lektionen Heilpädagogik gesprochen, oder wiederum anders sprechen, dann pro 100 Schülerinnen und Schüler werden 6,04 Lektionen Sprachheilunterricht gesprochen. Und jede Ressourcenart hat ihre eigenen Regeln, sehr oft denen noch antragsbasiert. Ich denke zum Beispiel an DATS, Deutsch als Zweitsprache, oder eben auch an unterstützende Massnahmen im Einzelfall. Das gibt ganz unterschiedliche Sachen, wie Sie sehen. Und das macht eben das System heute kompliziert und führt zu unnötigen administrativen Aufwand. Und weiter ist das heutige System starr. So kann beispielsweise eben eine zwingend gesprochene Ressource nur zweckgebunden verwendet werden. Ich denke an Teilpädagogik. So eine Lektion kann eben nicht für die Logopädie verwendet werden, obwohl es vielleicht vor Ort pädagogisch durchaus der Bedarf besser wäre, wenn man es anders könnte einsetzen könnte. Das ist aber heute starr. Und ein weiteres Element, das heute eben ruft nach Veränderungen. Das heutige System erschwert eben auch Planbarkeit für unsere Schulleitungen vor Ort. Die wissen relativ spät, wie viele Ressourcen, sprich Lektionen, sie überhaupt im neuen Schulort zur Verfügung haben, weil es richtet sich dann immer nach der aktuellen Schülerzahl, nach dem aktuellen Bedarf. Und gerade dort, wo es antragsbasiert ist, passieren sogar während dem laufenden Schuljahr immer wieder Veränderungen. Das ist
die Ausgangslage. Und mit dem neuen Projekt, neue Ressourcierung Volksschule, wo wir jetzt eben ein Vorhaben daraus machen mit dem heutigen Tag, wollen wir neue Wege gehen für den Kanton Aargau. Einerseits soll das System Vereinfachungen und Vereinheitlichungen bringen. Das ist wichtig und das haben wir heute nicht so gehabt. Dann soll das Vorhaben aber auch den Handlungsspielraum der Schulen klar verbessern beim Einsatz der einzelnen ihnen zugesprochenen Unterrichtslektionen. Der Handlungsspielraum soll vergrößert werden und das trägt natürlich dazu bei, dass der Einsatz dieser Unterrichtslektionen möglichst einen grossen pädagogischen Nutzen entwickelt. Und als drittes Ziel, wir wollen die Planbarkeit sowohl für die Schulen vor Ort, aber eben auch für Gemeinden, die ja ein Drittel mitzahlen, aber auch für den Kanton von unserer Seite her verbessern. Das sind die drei Hauptziele, die wir mit dem Vorhaben angehen wollen. Das Projekt läuft jetzt allerdings schon seit 2014. Damals hat der Regierungsrat BKS beauftragt, die Ressourcensteuerung neu zu überdenken. Und wir haben durch das dann auch einen Entwicklungsschwerpunkt in der Aufgabenfinanzplanung bereits seit 2014 aufgenommen. Es ist schon damals, haben wir von einer differenzierten Schülerinnen- und Schülerpauschale geredet. Das ist nicht etwas völlig Neues in dieser Schweiz. Auch andere Kantone kennen solche Elemente, differenzierte oder fixe Pauschalen. Ich denke an Kanton Luzern, Solothurn, Thurgau, Zug oder auch Zürich. Und seitdem sind wir ja schon intensiv am Arbeiten. Es läuft auch ein Schulversuch in den Schuljahren 16-17 und 17-18 mit 11 Schulen. Wir haben in diesem Schulversuch neue Erkenntnisse zum Umgang mit den Schulen, eben mit pauschal gesprochenen Ressourcen, anschauen. Wir haben gesehen, ob die Bedürfnisse und Belastungen von den Akteuren, wie sich das verändert, ob es neue Instrumente dazu braucht. Und die erste Phase von der Evaluation zeigt, dass man wirklich mit pauschalen Ressourcen die angestrebten Ziele kann erreichen kann. Parallel dazu, und das ist jetzt der Inhalt von der heutigen Medienkonferenz, parallel dazu haben wir unter Beizug von Vertretungen von der Schulen, Schulleitungen, Schulpflegen, aber auch Gemeinden, haben wir konzeptionelle Grundlagen für die künftig gesamtflächendeckende Ressourcierung im Kanton Aargau entwickelt. Und die neue Konzeption, die wollen wir Ihnen jetzt heute vorstellen und in die Anhörung schicken. Das Ziel ist, dass wir das im Schuljahr 2020/21, also jetzt in gut zwei Jahren, dann flächendeckend einführen können. Der Projektleiter, der Herr Adrian Elsener, hat nachher die entsprechenden Ausführungen. Und ich kann sagen, es ist ihm gelungen und uns allen auf 25 Seiten wirklich die Thematik so zusammenzufassen, dass es eben genau auf der richtigen Flughöhe, ohne sich im Detail zu verlieren, das zeigt, was wir anstreben. Und die Ausgestaltung von der Ressourcensteuerung liegt bekanntlich in der Kompetenz des Regierungsrats. Also wir wollen keinerlei Gesetze abändern. Wir machen aber da jetzt eine freiwillige Anhörung, weil es ja bekannt ist, dass aufgrund eben von nach wie vor ungebrochenen öffentlichen Interessen an sämtlichen Veränderungen im Volksschulbereich das angezeigt ist. Es aber auch angezeigt ist, ganz bewusst auch von uns, weil wir sind überzeugt, es hat inhaltlich wirklich grosse Tragweite für unsere Volksschule, wenn wir das können umsetzen, so wie das angedacht ist. Und darum machen wir eine freiwillige Anhörung, die jetzt wird starten, die nächsten drei Monate. Und abschließend, ich bin überzeugt, dass die Anpassungen grosses Potenzial haben, um den wirksamen Einsatz der Ressourcen und somit eben auch die Qualität kann steigern in unserer Volksschule. Und das ist unser Auftrag als Volksschule und Bildungsverantwortliche. Ich übergebe jetzt gerne das Wort dem Herrn Adrian Elsener, der Sie in Detail von dieser Vorlage wird einführen wird. Geschätzte Medienschaffende, geschätzte Damen und Herren, besten Dank auch für die Einleitung. Ja, wie bereits angetönt, das Vorhaben neuer Ressourcierung Volksschule soll eine Vereinfachung bei den Bewilligungsabläufen der Lehrpensen bringen und gleichzeitig Gestaltungsspielraum in die Schule vor Ort bringen. Das mit der Überzeugung, dass die lokalen Schulen vor Ort im Einzelfall besser beurteilen können, wie mit den eingesetzten Mitteln die höchste Wirkung erzielt werden kann. Auf das geht im Detail anschliessend Christian Eberli. Ich werde Ihnen aber zuerst noch aufzeigen, mit welchen Massnahmen, mit welchen Instrumenten wir den Gestaltungsspielraum und die Planungssicherheit möchten schaffen. Im Mittelpunkt
von der neuen Ressourcierung Volksschule steht ein pauschales Ressourcenkontingent. Der Herr Landamann Hürzler hat vorher aufgezeigt, wie es heute ist, mit verschiedenen Ressourcenarten, mit verschiedenen Berechnungsmethoden, je nachdem, welche Ressourcenart, wie viele Kinder usw. entscheidend sind. All das möchten wir gerne ablösen mit einem pauschalen Ressourcenkontingent, das dazu führt, dass in Zukunft über 200 Schulen sämtliche Ressourcen in Form von einem Kontingent im Vorfeld vom Schuljahr gesprochen werden. Die Anträge, die verschiedenen Kategorien, die verschiedenen Richtlinien, all das, was historisch gewachsen ist, sollen damit der Geschichte angehören. In Zukunft soll mit dem Topf die Schule den Auftrag bekommen, mit den gesprochenen Ressourcen eine möglichst grosse pädagogische Wirkung zu erzielen und so auf jedes Kind vor Ort einzugehen. Neben dem Handlungsspielraum wird damit auch die Planungssicherheit vergrössert für die Schulen, die bei der Pensenplanung ein grösseres Wissen haben und auch für den Kanton und Gemeinden beim Budgetieren. Die Vergabe über Schülerinnen- und Schülerpauschalen, die wir vorgesehen haben, ist verhältnismäßig simpel. Jede Schülerin, jeder Schüler löst künftig eine Ressourcenpauschale aus. Die Pauschale fließt ins Ressourcenkontingent von der einzelnen Schule, wo die Schülerin in die Schule geht. Hat eine Schule viele Schülerinnen und Schüler, dann fließt entsprechend viel Pauschale. Hat eine Schule wenig Schülerinnen und Schüler, fließt wenig und das Kontingent ist weniger gross, was zur Verfügung steht für die Organisation des Unterrichts. Sie mögen sich in diesem Zusammenhang vielleicht fragen, ob wirklich jede Schülerin und jeder Schüler oder jede Schule im Kanton über die gleichen Rahmenbedingungen verfügt und über eine Leiste geschlagen kann werden. Oder anders gefragt, sind die Rahmenbedingungen an einer Kleinstschule wie Habsburg wirklich vergleichbar mit denen an einer grösseren Schule wie beispielsweise Breitenbach? Die Frage haben wir uns auch gestellt und sind der Ansicht, dass das nicht der Fall ist. Teilweise bestehen tatsächlich unterschiedliche Rahmenbedingungen und Ansprüche. Entsprechend schlagen wir Ihnen eine variable, örtlich differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschale vor, die auf die lokale Situation Rücksicht nimmt. Bei der Berechnung der lokalen Schülerinnen- und Schülerpauschale wird darum künftig unterschieden zwischen den Ressourcenbedarf, die überall gleich sind, und Bedarf, die lokal beeinflusst werden. Mit den Standardkomponenten, einem grossen Teil dieser Schülerinnen- und Schülerpauschale, werden stufenbezogen die Aufgaben ressourciert, die überall gleich sind. Das passiert insbesondere im Zusammenhang mit den Stundentafeln. So hat beispielsweise ein Drittklässler in Habsburg und in Spreitenbach 3 Lektionen Englisch, egal wo sie in die Schule geht. Entsprechend gibt es einen Haufen Sachen, einen Haufen Aufgaben, die die Schule hat, die jedem Ort im Kanton gleich sind. Entsprechend wird die Standardkomponente Stufe und Schultyp bezogen im ganzen Kanton gleich gesprochen. Das bedeutet, dass jede Primarschülerin, jeder Primarschüler im Kanton Aargau über die Standardkomponente gleich viel Arbeitszeit von Lehrpersonen auslösen wird. Es gibt aber Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die eben nicht überall gleich sind. Dabei denken wir beispielsweise an den Anteil von fremdsprachigen Kindern, die Schulgrösse oder die geografische Anordnung der Schulstandorte. Konkret ist zum Beispiel eine Schule mit einem höheren Ausländeranteil im Bereich Deutsch als Zweitsprache wesentlich stärker gefordert als eine Schule mit einem tiefen Ausländeranteil. Solche Herausforderungen, lokale Herausforderungen, sollen mit den beiden Zusatzkomponenten berücksichtigt werden. Zusatzkomponente 1 bezieht sich auf die sprachlichen und sozialen Faktoren. Es wird berücksichtigt, dass aufgrund der sprachlichen und sozialen Hintergründe bei einzelnen Schülerinnen und Schülern höherer Unterstützungs- und Förderbedarf besteht. Ressourcen aus dieser Zusatzkomponente 1 ermöglichen somit den Regelunterricht und über den Regelunterricht ausgehende Massnahmen, damit alle Schülerinnen und Schüler in vergleichbarer Art und Weise Bildungs- und Leistungsziele der Volksschule können erreichen. Sie stellen einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit dar. Aus der heutigen Ressourcierung fließen insbesondere die Mittel der Ressourcenarten Deutsch als Zweitsprache und Zusatzlektionen in die Zusatzkomponente 1. Zusatzkomponente 2 berücksichtigt auf der Kindergarten- und Primarstufe, dass unterschiedliche Strukturen einen Einfluss auf den jeweiligen Bedarf an Ressourcen pro Schülerinnen und Schüler haben.
Sie berücksichtigen, dass das Ausmaß von einer Schule nicht immer gleich, das Ausmaß vom Handlungsspielraum von einer Schule nicht immer gleich gross ist. Beispielsweise aufgrund von der Schulgrösse, dem Bedarf an Mehrjahrgangsklassen oder der lokalen Lage von der Schulhausstandort. Bei eher kleinen Schulen auf der Kindergarten- und Primarschule ist eine Ergänzung zu den Standardkomponenten zwingend. Nur so können alle Schulen, die gemäss Schulgesetz vorgesehen sind, weiterhin ein angemessenes und sachgerechtes Schulangebot organisieren. Zusatzkomponente 2 stellt entsprechend eine Weiterführung von der bisherigen Berücksichtigung von lokalen Rahmenbedingungen dar. Die Unterteilung in Standard- und Zusatzkomponenten, wie Sie sie auf der Folie sehen, passiert nur bei der Berechnung des Ressourcenkontingents. Anschliessend fließt ins gleiche Ressourcenkontingent von einer Schule und für die Verwendung der Ressourcen gibt es keine Unterteilung in die verschiedenen Komponenten oder sonstigen Kategorien. Die vorgestellte Zusammenlegung der Ressourcenarten, das da, und die konsequente Ressourcierung über Schülerinnen und Schülerpauschalen stellen die Hauptelemente der neuen Ressourcierung Volksschule dar. Ergänzt werden die Elemente mit mehreren begleitenden Massnahmen, die einerseits ebenfalls den Handlungsspielraum erweitern und andererseits die Tragfähigkeit des Systems sicherstellen. So sind beispielsweise Härtefallressourcen vorgesehen, die bei von außen verursachten und unvorhersehbaren Ereignissen für die Meisterung von schwierigen Situationen an einer Schule gesprochen werden können. Die Härtefallressourcen nehmen beispielsweise Bezug auf die Bundesgesetzgebung, auf schwerwiegende Entwicklungen im zum Beispiel im Asylwesen oder andere substanzielle Veränderungen vor Ort. Weiter wird die im Schulgesetz bereits heute vorgesehene Möglichkeit zum zeitlichen Ressourcenübertrag genutzt. Das bedeutet, dass Schulen in beschränktem Rahmen künftig nicht eingesetzte Ressourcen vom einen Schuljahr ins andere Schuljahr übertragen können. Das ist für die Schulen vor allem hilfreich, weil so jährliche Bedarfsschwankungen ausgemerzt können werden. Beispielsweise in sehr einzelfallbezogenen Ressourcenarten wie Deutsch als Zweitsprache oder aufgrund von Behinderungen von einzelnen Kindern. Weiter kann so mit dem zeitlichen Übertrag gefördert werden, dass bei jeder eingesetzten Lektion vor Ort an der Schule gefragt wird, wie die Wirkung von dieser Lektion tatsächlich ist. Eine nicht eingesetzte Lektion geht nicht einfach verloren, sondern sie kann im nächsten Schuljahr mit einer möglicherweise grösseren Wirkung eingesetzt werden. Das stellt einen neuen Anreiz hinsichtlich einem wirkungsvollen Ressourceneinsatz vor Ort dar. Wenn Sie den Anhörungsbericht studieren, werden Sie weiter feststellen, dass mit dem Vorhaben zusätzlich auch Anpassungen bei der Abwicklung der Gemeindeanteile angestrebt werden. Aus Sicht BKS handelt es sich da um Vereinfachungen von komplexen Abläufen und Zahlungsflüssen. An der Lastenteilung zwischen Gemeinde und Kanton verändert sich nichts. Das die Zusammenfassung von der eher technischen Inhalt vom Vorhaben Neue Ressourcierung Volksschule. In unseren Augen bringen diese technischen Massnahmen, wie erwähnt, vielfältige pädagogische Chancen für die Aargauer Volksschule. Christian Eberli wird Ihnen die jetzt aufzeigen. Gerne übergebe ich das Wort. Vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Schön sind Sie da. Schönen guten Morgen miteinander. Ich hoffe, dass Sie heute Morgen die Tragweite und auch die Chancen von dieser geplanten Reform von der Aargauer Volksschule können erkennen. Dann mit der Ressourcierung, der neuen Ressourcierung von der Volksschule, begann Aargau einen neuen, einmaligen Weg zu einer Erweiterung vom Handlungsspielraum und zum wirkungsvollen Einsatz von der Unterrichtsstunden in den einzelnen Schulen im Kanton. Einmalig und neu drum, wie der Aargau damit in meiner Meinung als erster Kanton in der Schweiz den Schulen konsequent und umfassend mehr Kompetenzen, mehr Verantwortung für den Schulunterricht übertragen will. Damit eröffnet die Aargau neue Wege für pädagogische Entwicklungen in den Schulen vor Ort. Der erweiterte Handlungsspielraum ergibt sich daraus, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern entscheiden können, wie sie die Stunden, die über die Stundentafel rausgehen, wirkungsvoll zugunsten der Kinder und Jugendlichen einsetzen können. Das immer
unter Berücksichtigung von der Bildungsrechte von der Schülerinnen und Schüler. Neu soll die Schule und nicht mehr der Kanton genau festlegen, ob kleinere Klassen oder Lerngruppen gebildet werden sollen, ob fremdsprachige Schülerinnen und Schüler mehr Deutschunterricht bekommen sollen oder ob im Unterricht eine Primarlehrperson, eine schulische Heilpädagogin oder ergänzend auch noch eine Assistenzperson sollen eingesetzt werden. Es wäre damit ein bisschen wie früher, wo die Schule die Unterrichtsstunde für alle Schülerinnen und Schüler bekommen hat, ohne dass der Kanton bis ins letzte Detail vorgeschrieben hat, für welche Zwecke und welche für welche Kinder und Jugendliche diese Stunden eingesetzt werden müssen. Mit der neuen Ressourcierung von der Volksschule wird also auf eine Art einen Schritt zurück in die Zukunft gemacht. Die Schulen und nicht der Kanton sollen vor allem Bildungsrecht für alle Schülerinnen und Schüler durch einen effektiven Einsatz der Schulstunden gewährleisten. Alle Kinder und Jugendlichen sollen vom Förderangebot optimal profitieren. Unabhängig, ob Bub oder Mädchen, ob dick oder dünn oder ob gross oder klein, ob unauffällig oder auffällig, ob nicht beeinträchtigt oder behindert, die Schule bzw. die Schulleitungen zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern haben für ein möglichst chancen- und bedürfnisgerechtes Schulangebot zu sorgen. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel und wird dazu führen, dass sich in Zukunft, abgesehen von der Stundentafel und vom Lehrplan, das Schulangebot zwischen den Gemeinden sich ein bisschen stärker unterscheiden werden als heute. Denn jede Schule muss sich überlegen, wie sie ihre Ressourcen bzw. ihre Stunden wirksam und auch ökonomisch einsetzen soll. Sie muss also jeweils bei der Schuljahresplanung eine Art Güterabwägung vornehmen und auch haushälterisch mit den zur Verfügung stehenden Stunden umgehen. Denn sie weiss ja jeweils noch nicht so ganz genau, welche Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Schuljahres auftreten werden. Die Schule muss bei der Planung zum Beispiel abwägen, ob sie größere Klassen bilden will. Damit spart sie Stunden, wo sie dann beispielsweise für Gruppenangebote einsetzen kann. Gern mache ich jetzt ein paar weitere Beispiele dazu, wie eine Schule vom erweiterten Handlungsspielraum profitieren kann. In der Gemeinde bzw. in der Schule A arbeiten Lehrerinnen und Lehrer, die gerne allein ihre Klasse unterrichten. Und dort ihre Schülerinnen und Schüler gerne individuell fördern. Zusammen mit den Schulleitenden entscheiden sie, dass sie kleinere Regelklassen bilden, also Klassen mit weniger Schülerinnen und Schülern, und verzichten darum weitgehend auf zum Beispiel Teamteaching oder Halbklassenunterricht. In der Schule B wird der Einsatz von variablen Lerngruppen oder ergänzenden Lernangeboten geschätzt. Ergänzende Angebote sind zum Beispiel intensive Deutschkurse oder Begabtenförderung. Es können auch sogenannte Lerninseln eingerichtet werden, in denen Kinder und Jugendliche häufig von einer schulischen Heilpädagogin begleitet werden. Auf der anderen Seite werden in dieser Schule grössere Regelklassen bilden, damit sie eben die Ressourcen frei haben für die anderen Angebote, die ich vorher aufgezählt habe. Die Schule C setzt auf Teamteaching. Dort sind Teamtab-Player am Werk, die schätzen, dass meistens zwei Lehrpersonen oder eine Lehrperson zusammen mit einer Assistenzperson im Schulzimmer sind. Dazu werden sie bei Bedarf von einer schulischen Heilpädagogin unterstützt. Für besonders herausfordernde Schülerinnen und Schüler. Aber auf weitere Angebote wird dafür verzichtet. Und für das langen eben dann die Ressourcen nicht mehr, wie sie alles im Teamteaching machen fast. Und dann gibt es vielleicht noch die Schule D, die neben der Regelklasse noch Einschulungs- und Kleinklassen führen tut. Das heisst, sie müssen eher größere Regelklassen bilden und sie werden auf Teamteaching, Halbklassenunterricht oder auf die Unterstützung von der schulischen Heilpädagogin wird nur noch sehr eingeschränkt möglich sein. Und. Ich könnte Ihnen noch viele weitere Möglichkeiten aufzeigen. Und auch die Schulen werden in Zukunft
weitere eigene Modelle erarbeiten. Aber unabhängig vom Modell bleibt etwas gleich. Alle Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gute Bildung und auf einen grossen Lernerfolg unserer Volksschule. Das im Sinne der Chancengerechtigkeit, so schreibt sie auch die nationale und auch die kantonale Bildungsverfassung vor. Dass die Chancengerechtigkeit eingehalten wird, dafür muss aber auch der Kanton weiterhin ein bisschen sorgen, indem er den Schulen Instrumente zur Qualitätskontrolle und zur Qualitätsentwicklung zur Verfügung stellt. Und er selber auch Qualität an der Schule weiterhin kontrolliert. Neben der kantonalen Schulaufsicht soll weiterhin auch die externe Schulevaluation und die vier kantonalen Leistungstests zur Qualitätskontrolle eingesetzt werden. Wir sind überzeugt, dass zu der Erweiterung vom Handlungsspielraum für die Schulen und der durch den damit verbundene pädagogisch wirkungsvolle Einsatz von der Unterrichtsstunde Qualität an der Aargauer Volksschule noch ein bisschen besser werden kann. Merci vielmals. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, bei der neuen Ressourcierung Volksschule handelt es sich um ein in unseren Augen grosses Vorhaben. Entsprechend herausfordernd ist dabei der Übergang vom alten ins neue System. Ich möchte Ihnen darum in der Folge kurz die Überführung von heute bis morgen aufzeigen. Sämtliche Pensen, die den Schulen im letzten Schuljahr vor der Überführung, im Schuljahr 1920, über die alten, aufgezeigten komplexen Abläufe gesprochen werden, fliessen eins zu eins in die neuen Komponenten. Der Herr Hürzeler hat es angetönt, die neue Ressourcierung Volksschule stellt dadurch kein Sparprojekt dar. Sie sehen das auf der Folie bildlich dargestellt. Ein Grossteil der Ressourcen, insbesondere die aus der Ressourcenart der Grundausstattung, Heilpädagogik und Sprachheilunterricht, fliessen in die Standardkomponenten. Total sind das mit 735 Millionen rund 92% der gesamthaft gesprochenen Ressourcen. Die heutigen Ressourcen von der Ressourcenart der Deutsch als Zweitsprache und Zusatzlektionen fliessen in Zusatzkomponenten 1 zum Ausgleich von sprachlichen und sozialen Faktoren. Das entspricht gemäss den Zahlen vom Jahr 2017 rund 56 Millionen Franken. Und weiter wird etwa 1% für Zusatzkomponente 2 für den Ausgleich von strukturell bedingten Besonderheiten reserviert. Die Ressourcen stammen aus der heutigen Grundausstattung, wo sie auch heute schon teilweise den Zweck haben. Sie sehen 1% über die gesamte Summe, das ist total her nicht eine Riesenzahl, kann aber für die einzelnen Schulen oder wird für die einzelnen Schulen eine entscheidende Ressource sein. Wenn die gleiche Menge von der Ressourcen unter neuen Verteilungsberechnungen und Abläufen verteilt wird, dann, das merken Sie auch, dann sind Veränderungen auf lokaler Ebene nicht zu verhindern. Unter der Annahme, dass die neuen Berechnungsmethoden angemessen sind und auch die relevanten Rahmenbedingungen berücksichtigen, kann man sagen, dass Schulen, die heute unterdurchschnittliche Ressourcen bekommen, mit der neuen Ressourcierung Volksschule gewinnen und Schulen, die heute eher überdurchschnittliche Ressourcen erhalten, eher verlieren. Aus der Sicht des Regierungsrats führt der Systemwechsel zu einer gerechteren Zuteilung der Ressourcen. Die Höhe der gesprochenen Ressourcen hängt künftig von der Anzahl Schülerinnen und Schüler und von statistischen Werten ab. Lokale Einschätzungen, Anträge usw. spielen bei der Ressourcenmenge einer Schule in Zukunft keine Rolle mehr. Bei der Erarbeitung der Anhörungsunterlagen haben wir versucht zu berechnen, welche Auswirkungen die neue Ressourcierung Volksschule mengenmässig für die einzelnen Schulen könnte haben. Dafür haben wir eine fiktive Berechnung gemacht. Wir haben bei jeder Schule gerechnet, wie viele Ressourcen sie im laufenden Schuljahr 2017-18 nach der neuen Ressourcierung Volksschule zur Verfügung gehabt hätte. Dieser Wert ist dem effektiven Wert gegenübergestellt worden. Gesamthaft kann gesagt werden, dass rund ein Drittel der Schulen
mehr oder weniger gleich viele Ressourcen gesprochen bekommen hätten. Ein Drittel der Schulen verliert Ressourcen und ein Drittel der Schulen gewinnt Ressourcen. Ich zeige Ihnen die Verteilung der Folie anhand des Beispiels der Oberstufe. Sie sehen es, es gibt Schulen, die knapp 15% gewinnen und andere, die knapp 15% der Ressourcen verlieren. Die gleiche Darstellung zu den Kindergarten- und Primarstufen finden Sie im Anhörungsbericht. Es gibt keine Beobachtungen, dass gewisse Typen von Schulen besonders stark gewinnen oder verlieren würden. Es ist also nicht so, dass Stadtschulen zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören, dass kleine Schulen zu den Verlierern oder zu den Gewinnern gehören. Es ist ein uneinheitliches Bild. Der Treiber ist letztlich in unseren Augen die durchschnittliche heutige Abteilungsgrösse. Am BKS ist es sehr bewusst, dass Verschiebungen um die 10% für die Schulen und Gemeinden eine Herausforderung darstellen. Darum wird vom BKS in der Anhörung eine Abfederung von den Veränderungen vorgeschlagen. So soll die Einführung von der neuen Ressourcierung Volksschule bei Schulen mit starken Veränderungen in 2 Schritten erfolgen. Der erste Schritt mit dem Schuljahr 2020 und der zweite Schritt 2 Jahre später. Beim ersten Schritt soll keine Schule mehr als 6% der Ressourcen pro Schülerinnen und Schüler verlieren. Die volle Auswirkung der neuen Ressourcierung erfolgt dann 2 Jahre später. Das gibt der Schule Zeit, sich an die neuen Rahmenbedingungen zu gewöhnen, Massnahmen einzuleiten, die erträglich sind und tragbar sind und insbesondere auch Personalfluktuation, die jedem Jahr an jeder Schule vorkommt, für die Veränderungen zu nutzen. Analog werden zur finanzneutralen Umsetzung auch die positiven Veränderungen bei den Ressourcenkontingenten beschränkt. In der Beilage zu der Anhörung finden Sie Zahlen zu möglichen Verschiebungen von den einzelnen Schulen. Wie gesagt, die Zahlen basieren auf einer fiktiven Berechnung. Es ist berechnet worden, wie viele Ressourcen eine Schule gemäss der neuen Ressourcierung Volksschule im letzten und im laufenden Schuljahr besprochen bekommen hätte. Daraus kann somit nur bedingt eine Aussage zu der Ressourcenmenge und Veränderungen gemacht werden, die die Schule im Schuljahr 2020, 2021 oder noch später wird bewältigen können. Das insbesondere, dass sich die Ausgangslage dieser Schulen bis zum Systemwechsel weiter verändern wird. Beispielsweise aufgrund veränderter Schülerinnen und Schülerzahlen, veränderter Strukturen oder Entwicklungen bei den Ausländerquoten. Wir bitten Sie darum, die Daten entsprechend vorsichtig zu interpretieren. Mit diesem Hinweis schließe ich meine Ausführungen und gebe das Wort weiter an Herrn Landammann Hürzeler für eine abschließende Einschätzung. Ja, wie geht es weiter? Die Anhörung startet mit dem heutigen Tag. Sie wird bis Anfang September wird sie dauern. Dann wird sicher die Auswertung den ganzen Winter durch erfolgen. Wir werden auch dort Begleitgruppen sicher weiterhin dabei haben mit der Anspruchsgruppe. Und dann, so ist vorgesehen, im Frühling, im zweiten Quartal 2019, dann den Beschluss fassen in der Kompetenz Regierungsrat über die Einführung und Details von dieser Umsetzung. Ab dann können nachher die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten mit den Schulen gestartet werden. Und wie es dargestellt worden ist, in 2 Schritten. Zuerst auf systemmäßig und mit einer finanziellen Konsequenz bis Ausschlag maximal 6% ab dem Schuljahr 2020 gestartet werden. 2 Jahre später dann in der vollen Konsequenz. Und die Schulen müssen hier dabei selbstverständlich begleitet werden. Die Schulleitungen werden eine Herausforderung haben in der Initialphase. Wir werden, es ist schon vorgesehen, dass auch der Lehrplan auf 2020 eingeführt wird. Und das gibt den Schulleitungen auch die Möglichkeit, im gleichen Moment eben die Veränderungen, die zum Teil in einzelnen Fächern ja das auch beim Lehrplan bringt, miteinander zusammenzufassen. Und durch das die neue Ressourcierung, die neue Möglichkeiten lässt, aber eben auch Veränderungen bringt, im 2020 miteinander anzugehen. Wichtig, Christian Eberle hat es auch schon erwähnt, scheint auch mir zu sein, dass die Planungsprozesse, die dann ab dem zweiten Quartal 2019 aufs 2020 können passieren,
dass die vor Ort gemeinsam gemacht werden, die Schulleitungen mit Einbezug der Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben es gesehen, es gibt verschiedene Modelle, selbstverständlich, wenn man Freiheiten bekommt, wo man dann daran arbeiten kann. Thema Teamteaching, Halbklassenunterricht, kleinere oder grössere Abteilungszahlen, das soll vor Ort entschieden werden mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Der Elsen hat Ihnen auch dargestellt, dass wir auch zur Umsetzung Instrumente eingebaut haben, die die Umsetzung vereinfachen. So eben die abdämpfte Staffelung in zwei Schritten. Aber auch, er hat es angetönt, und da sehen Sie in der Anhörungsbotschaft, auch die Möglichkeit von Härtefällen, die von der Kanton in Spezialfällen auf Antrag noch sprechen könnte. Ich bin darum überzeugt, dass die neue Ressourcierung einen echten Mehrwert mit sich bringen wird, hinsichtlich von einer gezielten, wirkungsvollen Einsatz der Mittel, von der Handlungsfähigkeit vor Ort, aber auch bezüglich der Administration und der Planungssicherheit. Ich komme zur letzten Folie und möchte abschließend noch einen weiteren Aspekt noch mitgeben in die Anhörungsphase. Seit Beginn dieses Jahrtausends haben wir im Kanton Aargau geleitete Schulen, also zwischen 2003 und 2006 definitiv eingeführt worden. Die Schulen vor Ort werden und sind damit bereits zusätzliche Kompetenzen übergeben worden, vor allem im Bereich der Personalführung. Mit den Schulleitungen vor Ort haben wir heute kompetente Profis, die mit spezifischen Eigenheiten und Bedürfnissen vor der Schule vor Ort bestens vertraut sind und sie verfügen über mit den bestehenden Ressourcen und mit den Lehrpersonen zusammen heute zwar viele Möglichkeiten, aber den wirkungsvollen, ganz gezielten Einsatz, den können sie heute noch nicht machen. Das würde aber inskünftig möglich sein. Und darum ist die pauschale Zuweisung, der zusätzliche Handlungsraum von den Ressourcen beim Einsatz, ist nicht mehr als ein konsequenter und ein logischer Schritt in der Richtung, wo der Kanton Aargau die letzten Jahrzehnte jetzt auch gegangen ist. Nochmal mit der neuen Ressourcierung der Volksschule wollen wir den Schulen Instrumente in die Hand geben, damit sie die individuelle Schulsituation an ihrem Ort, die vorhandenen Eigenheiten, aber auch die vorhandenen Möglichkeiten der Lehrpersonen, die man hat vor Ort, diesen Unterschied wollen wir berücksichtigen und den Handlungsspiel- und Gestaltungsspielraum der Schulen vor Ort erweitern. Zum Schluss wichtig, und Sie sehen es bei mir, wir schlagen keine Gesetzesveränderungen vor, unverändert bleiben die rechtlichen Rahmenbedingungen. Im Zentrum von unserer Schule steht auch weiterhin der Bildungsauftrag der Volksschule. Stundentafeln, Lehrplan geben vor, welche Inhalte in welchen Zeitgefässen sollen vermittelt werden. Die Anstellungsbedingungen von den Lehrpersonen die bleiben definiert, unabhängig von dem ganzen Vorhaben. Und ebenso gelten weiterhin Vorgaben bezüglich Schulstandort und Schul- und Abteilungsgrössen, Maximal- und Minimalzahlen, unverändert. Die lokalen Schulträger werden aber in Zukunft vermehrt noch in die Verantwortung eben genommen für die Art des Einsatzes von diesen Lektionen, von diesen rund 800 Millionen im ganzen Kanton Aargau. Die Schulen vor Ort übernehmen mehr Verantwortung als bis anhin und weil sie eben die Wirkung, der Einsatz jetzt vor Ort mehr und deutlich mehr können einsetzen, als das bis anhin der Fall war. Ich bin überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg und ich freue mich, während der Anhörungsphase jetzt sehr viele Rückmeldungen zu bekommen. Und ich bin überzeugt, wir haben heute einen wichtigen Moment, einen wichtigen Schritt, den wir jetzt gehen, in eine wegweisende Entwicklungsphase von unserer Volksschule Aargau. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank am Landamt Alex Hürzler und den Herren Elsener und Eberli für die Ausführungen. Wie angekündigt, haben wir jetzt auch Gelegenheit, für Medienschaffende im Plenum Fragen zu stellen. Wem darf ich das Wort geben? Stefan Ulrich. Also Sie haben das richtig erfasst. Also wir haben die verschiedenen Komponenten, das ist jeweils ein Pauschaler pro Schülerin und Schüler an Wochenlektionen.
oder an Vollzeitäquivalent von Lehrpersonen. Aber es ist einfacher in Wochenlektionen. Das ist heute häufiger auch schon so. Also wir haben es einleitend gesagt, 0,15 Heilpädagogik, Wochenlektionen pro Kind und wäre gesprochen, in dem Sinn ist das auch in Zukunft. Bei der Standardkomponente ist das ein einfacher Wert. Primarschüler, ich sage jetzt irgendeine Zahl, die haben wir noch nicht definitiv berechnet, plus minus 2 Lektionen pro Kind und Woche. Bei der Zusatzkomponente 1, dort ist es sehr stark abhängig von den Indikatoren bezüglich der Ausländeranteil, Sozialhilfequote und Quote der Einkommensschwachen. Und Zusatzkomponente 2 nimmt stark Bezug auf die Schulgröße und auf die geografische Dispersität in unserer Berechnung und unserem Vorschlag. Letztlich gibt es genau das. Es gibt eine Zahl Lektionen pro Kind und Woche und das wird aufgerechnet. Es gibt dann das Kontingent, das die Schule zur Verfügung hat. Gehen Sie noch eine zurück, Herr Elsener? Ja. Auch heute, auf den völlig anderen Weg, gibt es am Ende der ganzen Berechnungsphase, ganz Anfang Schuljahr, haben die Schulen x, hundert oder tausend, je nachdem wie gross sie sind, Lektionen zur Verfügung und die setzen sie ein mit Lehrpersonen. Die Lehrpersonen die haben dann wieder ihre entsprechenden Lektionen, Teillektionen und ganze Pensen. Und inskünftig ist jetzt die Berechnungsart auf der anderen, aber am Ende des Tages sind auch wieder Lektionen um. Das ist von dem her ist nicht, das ist nicht eine Veränderung, aber wie sie hergeleitet werden, das ist eine Veränderung und dass sie eben nicht mehr angeschrieben sind, wie heute in diesen neuen Kästchen, inskünftig können sie frei verfügen. Nein, die Zahl wird in der Verordnung aufgrund von der Verordnung hergeleitet. Ein wichtiger Treiber ist auch das jährliche Budget an Ressourcen, die zur Verfügung steht. Und dann muss das Ganze immer auch mit dem Auftrag einhergehen. Also wenn der Lehrplan muss erfüllt können werden vor Ort. Aber die Zahl die wird kommuniziert der Schule. Und anschließend basierend auf dem statistischen Wert von einer Schule auch festgelegt. Also die Zahl wird bei der Umstellung im Sommer 2019 können mal vorbehaltlich der Bewilligung vom Budget vom Grossen Rat wird die Zahl im Sommer 2019 in der Umstellungsphase der Schule können bekannt geben. Und nachher bleibt die Zahl im Prinzip 3 Jahre lang gleich, wenn wir alle 3 Jahre lang denken, dass wir vor allem den Sozialindex oder die Ausländerquote, Sozialhilfequote dann wieder neu anschaut und schauen, hat es in dieser Gemeinde Veränderungen gegeben. Aber wenn es keine Veränderungen gibt in einer Gemeinde, dann bleibt die Pauschale eigentlich über x Jahre gleich und bedeutet eben, dass eben Planungssicherheit gewährleistet ist, weil sie müssen sie nur noch die Pauschale mit Anzahl Schülerinnen und Schüler multiplizieren und dann wissen sie eigentlich schon lange voraus, wie sich die Schule bezogen auf die Ressourcen wir können entwickeln. Weitere Fragen? Ja, Entschuldigung, Frau Lange. Also, es läuft jetzt schon der Pilotversuch. Knapp 2 Jahre. Sie haben jetzt nichts gesagt zu der Auswertung vom Pilot. Ich habe gestern mit 2 Schulleitern gesprochen, die beteiligt sind. Und die haben begeistert getönt. Ist jetzt das in allen 11 Gemeinden so? Alle super lässig, wenn wir machen? Oder gibt es solche, die sagen, ja, lieber nicht? Also, wir haben aus der Evaluation heraus tatsächlich sehr positive Signal von den beteiligten Schulleitungen. Es ist auch so, dass die Schulleitungen oder die Schulen, die am Pilot teilnehmen, nach 2 Jahren frisch haben müssen entscheiden, ob sie im Pilot innen wollen bleiben bis zur allenfalls flächendeckenden Umsetzung im Sinne von einer Überführung. Und es haben sich alle 11 Schulen dazu entschlossen, weiterhin im Schulversuch innen zu bleiben. Das ist auch ein Signal, dass die 11 Schulen grundsätzlich zufrieden sind mit dem Schulversuch. Das zeigt uns auch die Zwischenevaluation vom Schulversuch, der definitive Bescheid. Das ist auch ein Grund, wieso das da innen jetzt nicht gross erwähnt wurde. Das steht noch aus, das werden wir im Herbst bekommen. Im Anhörungsbericht ist auch eine Kurzfassung von der Zwischenevaluation ist enthalten. Ja.
Und der gesamte Evaluationsbericht findet Sie im Internet. Verstanden, Frau Landolt. Wir haben am Schluss von der Präsentation hat sie ja gesehen, dass gewisse Rahmenbedingungen gleich sind. Oder? Also der Inhalt des Unterrichts ist der gleich. Aber tatsächlich ist es so, dass gewisse, eben, ich habe es auch in meinem Referat ja gesagt, die Unterschiede werden tendenziell eher ein bisschen grösser. Und es ist möglich, dass ein Kind, das vorher an einem Ort gewohnt hat, wo die Lehrpersonen sich für das Team-Teaching-Modell stark gemacht haben und das zusammen umgesetzt haben und nachher in eine Gemeinde kommt, wo es vielleicht mehr in Kleingruppen geschaffen wird, das ist tatsächlich möglich. Aber eine Erfahrung zeigt, dass Schülerinnen und Schüler sehr gut, vielleicht ein bisschen besser als mit mir, ältere Menschen mit Veränderungen können umgehen, sogar wenn sie in einen anderssprachigen Kanton zügeln, ist die Erfahrung, dass sie nach kürzester Zeit, oder wenn jetzt ein Kind aus dem Welschland zu uns kommt, ist das immer wieder eine große Überraschung, wie nach 3 bis 6 Monaten die Kinder eigentlich auch sogar wieder Deutsch können reden. Und gemessen an diesen Umstellungen sind dann die Veränderungen, die Sie ansprechen, eher klein. Aber es ist möglich, dass dann die Eltern und das Kind ein bisschen umlernen müssen. Weitere Fragen? Vielleicht noch eine Ergänzung von mir, die könnte zur Verwirrung führen. Im Vorfeld schon angesprochen worden. Eben, wir tun keine Gesetzesveränderung machen, also Minimum und Maximum Abteilungsklassengröße zum Beispiel, die bleiben weiterhin. Und wenn wir sagen, die Schulen vor Ort haben mehr Handlungsspielraum, wir können zum Beispiel Kleingruppen machen, dann reden wir natürlich nicht von der Stammklasse. Also die Stammklasse selber, die wird der Primarschule zum Beispiel weiterhin 15 sein. Aber die Schulen haben eben heute Möglichkeiten, heute, wo sie vielleicht 4x 25er Klasse haben, können sie nachher eben 5 oder 6 viel kleinere machen und dafür sämtliche ungebundene Lektionen, die sie eben früher haben können einsetzen bei diesen grossen Klassen, verwenden, damit sie eben mehr kleinere 15er Klassen herbringen. Aber unter 15 können sie gleich nicht, aber jetzt im Einzelfall können sie das selbstverständlich machen, wie auch da heute auch der Fall ist, wenn sie heute Halbklassenunterricht machen. Und auf Schulbesuch gehen, sehen Sie auch eine Klasse, wo vielleicht nur 10 Schüler drin sind, nämlich eben ein 20er, der aufgeteilt wird in einzelnen Fächer. Und das wird natürlich inskünftig auch möglich sein, in einzelnen Fächer, in einzelnen Klassen, mit gewissen Phasen Kleingruppen zu machen. Und das meinen wir, wenn wir sagen, der Handlungsspielraum ist gross, aber nicht, dass man plötzlich im Aargau irgendwann eine 5er-Klasse hat oder irgendwann eine 40er-Klasse hat das ganze Jahr durch. Also das wird nicht möglich sein, weil man eben die Rahmenbedingungen für die Stammklasse, die bleiben vorhanden. Besten Dank. Ich habe jetzt gehört, der Pilotversuch läuft gut. Er ist eben eigentlich abgeschwitzt von allen ganzen Projekten. Es gibt sehr Vorteile aus Ihrer Sicht. Die Regierung kann das eigentlich in eigener Kompetenz entscheiden. Jetzt doch noch die Schlaufe mit dieser Anhörung. Also was konkret erhofft sich jetzt eigentlich die VKS und die Regierung von dieser Anhörung? Ich habe es glaube angetönt, weil sämtliche Veränderungen, und wir gehen wirklich davon aus, wir wollen ja auch, dass das nicht oft eine Veränderung ist, die eigentlich niemand feststellt und irgendwie am 1. August 2020 schnell gemacht wird. Nein, wir sind überzeugt, das ist eine inhaltliche Reform, die unserer Schule vor Ort viel mehr Kompetenz gibt. Und wir wollen die mit der Öffentlichkeit auch diskutieren, durch die Anhörung, mit den Parteien, mit den Verbänden selbstverständlich. Und im Detail, das ist ja klar, werden sich sowieso noch sehr viele Fragen stellen im Detail. Darum wollen wir jetzt das ganze System erklären. Und im System noch bin ich überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir werden durch die Anhörung sicher viel Hinweise bekommen zur Umsetzung in den Detailfragen, die wir dann mit den Verbänden und mit den Betroffenen sicher noch diskutieren müssen. Und die andere Thematik ist natürlich, dass es immer auch so ist, dass schlussendlich Veränderungen, die die Ressourcen betreffen, oder? Schlussendlich auch kritisch angeschaut werden. Und Sie haben gesehen, heute, wir sind überzeugt, dass eben die heutige Ressourcierung zu ungerechten Situationen, Anzahl Ressourcen vor Ort in der einzelnen Schule kommt. Sie können jetzt die Tabellen durchgehen, sehen Sie wie Nachbargemeinden,
wo sie wahrscheinlich auch das Gefühl haben, ja, die sind doch etwa gleich zusammengestellt. Warum haben die so unterschiedlich? Der eine ist ein Gewinner, der andere ist ein Verlierer. Und sie sehen vor allem, was ich ja auch erwartet habe, wir zeigen zwei Jahre, also auch fiktiv, also wie wäre es 16-17 bei der Umstellung, wie wäre es 17-18 bei der Umstellung. In einem Jahr sind sie Gewinner, im anderen Jahr Verlierer. Warum ist das so? Weil heute natürlich die Anzahl Abteilungen, und das ist manchmal ein bisschen Rundungsglück, oder? Ob sie jetzt irgendwie 60 Schüler haben oder 65 Schüler haben, das ist sehr entscheidend für eine Abteilung zusätzlich. Das sind sprungfixe Kosten fast, kann man sagen. Und das führt dann heute, Stand heute, zu Veränderungen, die für die einzelnen Schulen massiv grösser sind als inskünftig, wo sie dann 3 Schüler mehr im nächsten Schuljahr. Das sind die Werte, die wir dann werden eben müssen festlegen müssen. 3 Schüler mehr, 3 weniger, das führt zu viel, viel weniger Verwerfung als heute immer eine ganze Abteilung, die mehr oder weniger war. Und diese Gerechtigkeit und der finanzielle Teil wird natürlich in der ersten Phase bei der Umstellung zu Diskussionen führen, darum wollen wir es eben auch zeigen. Und darum soll das offen diskutiert werden miteinander. Und wir sind überzeugt, dass eine Anhörung für jede Bildungsreform, und die bezeichne ich als Bildungsreform, dass das sinnvoll ist. Und darum gehen wir jetzt auch in die interessante Phase und hoffen auf viele inhaltliche Rückmeldungen. Wir hoffen aber natürlich vor allem auch um eine Bestätigung. Eine Bestätigung von dem Weg, den wir jetzt seit 2014 angestoßen haben, mit dem Parlament zusammen, dass es nachher auch bei der Umsetzung selbstverständlich die gute Basis hat und die Relevanz hat. Und nicht, dass dann zu Diskussionen führt im 2020. Wenn soll es jetzt den Herbst zu Diskussionen führen, nicht im 2020. Das ist eine anspruchsvolle Bildungsreform und man kann sie auch noch nie in der Schweiz so 1:1 anschauen. Und darum denke ich, ist es für uns sehr wertvoll, wenn wir eben den Prozess mit einer Anhörung gehen können und damit eben vor allem die Anspruchsgruppe, also die direkt davon betroffen sind, aber natürlich auch die weitere Öffentlichkeit schon können sensibilisieren und mit ihnen diskutieren und sie ein bisschen vorbereiten, was dann allenfalls ab 2020 an unserer Volksschule möglich sein wird. Ja. Müssen Sie verlanden, dass die Tabellen und auch dem Moment, das ist eigentlich nur in der Phase vom Wechsel, in dem Moment. Und nachher ist es eben wunderbar, also wunderbar, das ist es planbar. Nachher kann der Schulleiter, der sieht ja sicher ein Jahr, zwei voraus sogar schon, wie kommen unten wieder die Schüler rein, wie gehen sie oben raus. Und dann hat er die Komponente und er hat dann gesagt, da die, meine Schülerkontingente, und es wird im Kanton Aargau werden nur die Gemeinden, die nur Standardkomponenten haben, die werden sich gegenseitig wissen, ah, ist genau die gleiche Komponente wie ich, mal Anzahl Schüler. Und dann, sobald wir umgestellt haben, ist es nachher eben keine grosse Verwerfung mehr. Heute haben wir, wenn Sie einzelne kleinere Schulen vor allem anschauen, eine ist 4 Abteilungen, eine ist 3 Abteilungen, Schwein haben 5 Abteilungen, das wechselt schon schnell. Inskünftig wird das nur noch minimal wechseln, wenn wir nicht davon ausgehen, dass eine Gemeinde plötzlich 10-20% mehr Schüler hat. Aber selbstverständlich, auch dann geht es genau dieser Komponente nicht lang. Das ist nur in dem Moment vom Wechsel. Und warum führt es überhaupt zu so Verwerfungen eben im ersten Moment beim Wechsel? Das ist das, was ich vorhin probiert habe zu erklären, dass heute natürlich die Ressourcierung eben anders gemacht wird, aus unserer Optik viel weniger gerecht, eben weil es sehr stark an der heutige Abteilungszuteilung hängt. Und darum sehen Sie eben auch, es könnte man ja meinen, dass vor allem die kleinen Gemeinden kleine Abteilungen heute haben. Ja, das ist bei weitem natürlich nicht der Fall. Es gibt auch in den Städten 15er Abteilungen, je nachdem wie halt Schulquartierhäuser dann gemacht worden sind. Und darum die Sie jetzt mit Minus sehen, das sind, wie es der Helsner gesagt hat, insbesondere die heute überdurchschnittlich ressourciert haben, aus der regionalen, kommunalen Optik heraus. Eben in den kleineren Abteilungen, vielleicht sehr viele deutsche Zusatzstunden und eben all die Komponenten. Und die im Plus sind, das sind die, wo wir heute können sagen, unterdurchschnittlich ressourciert werden. Und das führt auch zu einer wirklich gerechteren Verteilung von den Ressourcen und Schulen vor Ort. Sind wir überzeugt, pädagogisch können die alle nachher mit den vorhandenen Ressourcen optimal umgehen.
Besten Dank. Nochmal letzter Blick in die Runde. Wenn es keine Fragen mehr gibt im Plenum, möchte ich ganz herzlich danken für die Aufmerksamkeit, für das Thema. Der offizielle Teil von der Medienkonferenz wäre geschlossen. Ich wünsche einen schönen Tag und wie gesagt, die drei Herren stehen jetzt noch für Einzelinterviews und Statements zur Verfügung. Besten Dank.